By the way, the translation that you just heard is by Tess Lewis, who's in the back, who's also done the translation of Leif Rand, who we're about to hear from. The translation of Cornelia Travnicek was by Marshall Yarborough, who's sitting in back, and the translation of Ulrike Ulrich was by Anne Poston. I don't know if Anne's here or not, but maybe. Anyhow, I'm very happy that we have Leif Rand here. He's from Frankfurt, lives in Berlin. He's one of our younger authors at 29. His first novel, Leuchtspielhaus, which is a variation of Lichtspielhaus, which would be a film theater, an old-fashioned name for that. His new novel, which we're featuring, is called Shimmering Haze Over Kobe County, and Kobe County is written as one word. It's about the sort of the ideal town that a corporation built. Everything is perfect and you better like it. Leif has won the Düsseldorf Literary Award in 2012, and he's just been granted a residency at Villa Aurora, which, if you don't know of it, is a very grand villa for visiting writers in California, and he'll be there this coming summer. He's got a science fiction novel in progress, I hear, and also a memoir, and I'm very delighted to have you here, Leif. Thanks for having me. Yeah, nice to be here. Is it, you can understand me, kind of? Okay, great. I'm gonna start with a little extract from the last chapter, because all the other chapters are not that important. then Awesome Andrew is going to finish. Page 183. Wait, what page? aus Kapitel 20. Die tatsächliche Evakuierung wird am Tag vor dem prognostizierten Sturm innerhalb von 8 Stunden durchgeführt. Die Sicherheitsabteilung der neuen Regierung hat eine radikale Kommunikationsform gewählt. Auf allen Bildschirmen ist in dieser Zeit nur noch eine einzige Meldung zu lesen, nämlich die von der sofortigen Evakuierung, versehen mit losen Anweisungen, auf welche Dokumente nun Wert zu legen sei und wie man seine Besitztümer schützen könne. Ich versuche es auf allen Webseiten und Kanälen, doch es öffnet sich nur immer wieder dieselbe Infotafel. Es fahren 3x12 Shuttlebusse von Station zu Station und dann raus aus der Stadt. An jeder Haltestelle warten Bewohner neben Sporttaschen und Rollkoffern, mit Rucksäcken auf dem Rücken und Leinenbeuteln in der Hand. Das Gepäck ist begrenzt und es wurden die Tresore der Stadtarchive für jene Bewohner bereitgestellt, deren Apartments und Häuser über keine geeigneten Sicherheitsboxen für externe Festplatten verfügen. An den Haltestellen wird viel gelacht. Beim Vorübergehen höre ich nervöse Gags, teils fremde Running Gags, die sich mir nicht erschließen, aber vor allem selbstironische Kommentare über unseren Ausnahmezustand, der nicht nur von den Senioren in eine Art Bonusurlaub umgedeutet wird. Ich habe 3 Anrufe meiner Mutter nicht mehr angenommen. In den beiden vorausgegangenen Gesprächen hatte ich mich bereits wiederholt. Du wirst mich nicht umstimmen können, habe ich da jeweils gesagt, weil ich dabei auch bleiben möchte, hebe ich jetzt einfach nicht mehr ab. Auch ihre Kurznachrichten stehen nur kurz auf meinem Display, ich lösche sie rasch. Als mich eine Nachricht von Tom O'Brien, dem Lebensgefährten meiner Mutter, erreicht, lese ich jedoch aufmerksam, dass seine erste in 7 Jahren ist. Bimboy, ich mache mir auch Sorgen, aber wenn du es für richtig hältst, das Risiko einzugehen, dann bleib. Geh in den Hotelturm, wenn es hart auf hart kommt. Es gibt keinen sichereren Ort als unsere Suiten. Am nächsten Tag, als gegen 6 Uhr am Morgen die letzten Bus-Shuttles davongefahren sind, ist die Sonne schon überhaupt nicht mehr zu sehen. Die Stadt wirkt menschenleer, doch für den Abend haben Carla II und ich all jene zusammengerufen, von denen wir glauben, dass sie ebenfalls hier geblieben sind. Auf unserer Liste standen neben ihren engsten Freunden auch einige meiner ehemaligen Klienten sowie 5 ehemalige Mitschüler. Die Rundmail blieb unbeantwortet, nur von Wesley und Frank wussten wir sicher, dass sie kommen würden. Im Souterrain unter den Suiten befindet sich das Bistro des O'Brien Hotelturms. Hier frühstücken im Winter die Mitarbeiter und Freunde des Hauses. Normale Gäste können hier zu ungewöhnlichen Tageszeiten kleine Snacks bestellen. Wir haben 2 Töpfe mit Fischsuppe angerührt, daneben Baguette-Stangen in einen Korb gelegt, sowie alkoholische Getränke für gut 20 Gäste kaltgestellt. Ein rechteckiges Fenster ermöglicht den Blick aufs Meer. Die ersten Stunden verbringen wir zu viert, in der Annahme, dass vielleicht noch jemand dazustoßen wird
und ich bemühe mich, unser kleines Buffet nicht als pathetische Angstgeste wahrzunehmen. Deshalb haben wir uns auch vielfarbig angezogen, um nicht besorgt zu wirken und sozusagen optimistisch zwischen den anderen zu stehen. Wir gingen ja davon aus, dass die meisten in gedeckter Abendgarderobe erscheinen würden. Doch nun ist ja fast niemand erschienen und Frank trägt ein grellblaues Poloshirt und Wesley sogar eine Art Hawaii-Hemd. Im Grunde sehen wir heute so aus, als entstammten wir einem ganz anderen Milieu, als wären wir zum Beispiel schon über 35 und würden mit Bieren in der Hand um einen Gartengrill herumstehen. Ihr strahlt etwas ernsthaft Verzweifeltes aus, scheint mir, aber ich sehe den anderen an, dass sie das so ähnlich einschätzen und das macht es leichter. Das macht es sogar fast schon wieder gut. Ich schmunzle und Wesley schmunzelt zurück, aber ich weiß, dass wir aneinander vorbeischmunzeln. The actual evacuation is completed in less than 8 hours on the day before the storm was forecast to hit. The new government's Department of Security chose a radical means of communication. Only one announcement is posted on all the screens, and it concerns the immediate evacuation, along with general instructions about which documents are important and how to protect your possessions. I check every possible website or channel, but they all show the exact same information. 3 dozen shuttle buses drive from one station to the next and then out of town. At each bus stop, residents stand next to duffel bags and wheeled suitcases with backpacks on their backs and canvas bags in their hands. The baggage you can take is limited, and the space in the vault of the city's archives has been allotted to those residents who don't have their own safe in which to store their external hard drives. There's a lot of laughing at the bus stops. Passing by, I overhear nervous jokes, running gags I can't always figure out, but mostly self-deprecating comments about our state of emergency, which is being repositioned, and not just by older folks, as a kind of bonus holiday. I don't answer 3 calls from my mother. I'd already repeated myself in our last 2 conversations. "You're not gonna change my mind," I said each time. And because that's how I want to keep it, I simply don't take her calls anymore. Even her messages don't last long on my screen. I delete them right away. But when I get a message from Tom O'Brien, I read it carefully. His first in 7 years says, "Wimboy, I'm worried too. But if you think taking this risk is the right thing to do, then stay. Go to the hotel tower if worst comes to worst. There's no safer place than in our suite." On the next day, as the last buses drive away around 6 o'clock in the morning, you can't see the sun anymore. The city looks like a ghost town, but Carla, too, and I have invited everyone we think might also be staying behind. On our list, along with her closest friends, are a few of my former clients and 5 of my former classmates. No one answered the group email. We only knew for certain that Wesley and Frank would come. In the basement below the suites is the O'Brien Tower Hotel Bistro. Colleagues and friends of the house eat breakfast here in the winter, and the regular guests can order small snacks off hours. We stirred up 2 pots of fish stew, laid out some baguettes and chilled drinks for at least 20 guests. A square window gives us a view of the sea. The 4 of us will spend the first few hours, assuming others will join us later, and I try not to see our little buffet as a pathetic reaction to fear. That's also why we're dressed in loud colors, so we won't seem anxious, so that we can stand optimistically, as it were, among the others. We figured that most of the others would show up in evening dress. Still, almost no one has come. Frank is wearing a glaringly blue polo shirt, and Wesley has even got on some kind of Hawaiian shirt. Basically, we look like we come from a completely different milieu, as if, for example, we were already over 30 and standing around a backyard grill drinking beer. We're radiating some serious desperation. But when I look at the others, they seem to feel it too, and that makes things easier. It almost makes things everything all right again. I grin and Wesley grins back, but I know we're just smiling past each other.
He is the last one still making a phone call. He's talking to his mother, and it seems to be... He seems to be concentrating hard. He uses words like energy, future, and strength. After he hangs up, he tells us that his mom is firmly convinced nothing will happen to us. At first, I want to stay quiet, but then I say it anyway. Unfortunately, I'm not sure that's a good omen. I don't say it very loud, but no one says a word after that. The big blast is forecast to hit at 2 in the morning. There won't be any live TV coverage. Only a few webcams have been set up, and presumably a blogger or two have stayed in their apartments to sit at the window and post exclusive reports. None of us is planning on following any webcams or blogs. We've even turned off our phones so that we won't get any more worried calls. If the predictions are correct, the mobile network will go down anyway. One article claimed that after the storm it wouldn't even be possible to send emails, but that was disputed. At first I thought I probably wouldn't drink a thing on this night, but that didn't last long. Besides, mixing strong rum and cokes suits our colorful outfits. We stand around the room with drinks in hand, caught up in ourselves, almost autarkic. We have turned off all the lights so that we won't see ourselves mirrored in the picture window. We look outside.